Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Me, Myself and Media, das KenFM Medienmagazin. Ja, natürlich werden wir uns in dieser Folge mit Berlin beschäftigen, mit dem Anschlag in Berlin. An dieser Stelle unser herzliches Beileid an alle, die es getroffen hat. Also 12 Tote sind in Berlin zu beklagen. Aktuell, es können noch mehr werden, denn wir haben über 50 Schwerverletzte im Krankenhaus und ob die alle überleben, das wissen wir nicht. Was wir auch nicht wissen, ist, wer die Täter sind. Das ist ja im Moment noch unklar. Es kann also sein, dass, wenn diese Sendung zu Ende geht, dass wir über neue Fakten verfügen. Von daher ist diese Sendung mit einer relativ heißen Nadel gestrickt. Wir wollen aber auch diesen Anschlag in Berlin, der nicht der erste Anschlag ist in diesem Monat, terroristischer Anschlag im Westen, wir wollen ihn auch versuchen einzubetten in das große Ganze. Denn um was geht es hier eigentlich? Was steckt dahinter? Wie kann man das einbetten? Und wir werden das versuchen, indem wir euch zeigen, es handelt sich hier um Energiekriege. Und Terrorismus ist eine Antwort auf Energiekriege, die NATO führt, und zwar in den Ländern, aus denen dann die sogenannten Terroristen kommen. Der Anschlag fand in Berlin am 19. Dezember statt. Gegen 23 Uhr gab es die ersten Tickermeldungen. Ich persönlich war zu der Zeit im Ausland. Ich war gar nicht in Berlin und erfuhr dann nur sporadisch, was sich abspielte. Die Meldungen widersprachen sich. Es wurde dann auch wild spekuliert. Für uns war interessant, dass wir am Vormittag des 19. einen Beitrag ins Programm gehievt hatten, ein Interview mit Hermann Plopper zu seinem Buch Hitlers amerikanische Helfer. Und dieses Interview ist vor 2 Monaten entstanden und da hat er explizit auf einen möglichen Anschlag in Berlin hingewiesen. Und zwar hat er, wie er sich ausdrückt, gesagt, es ist im Grunde überfällig nach dem, was die NATO in diesen Ländern tut, dass ein Anschlag wie in Paris ja schon vor ein paar Monaten stattgefunden hat, dass sich ein solcher Anschlag in Berlin wiederholt. Ja. Das war nicht self-fulfilling prophecy, sondern das ist im Grunde der Logik des Terrors und des Backlash geschuldet. Hier ist der O-Ton von Hermann Plopper. Ich meine, was mir auch wichtig ist, ich bin jetzt gerade wieder durch Berlin spaziert. Es ist so eine wunderbar entspannte Weltstadt. Mhm. Und wir sind dadurch, dass wir jetzt in Syrien mit drin sind, steht das sozusagen auf der Agenda, dass wir auch so einen Bombenanschlag irgendwann kriegen wie in Paris und dass dann auch dieses schöne, entspannte Berlin in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt wird. Das ist mir wichtig, mal habe ich schon in verschiedenen Artikeln mal darauf hingewiesen. Mhm. Leute, seid wachsam. Wir werden durch diesen völligen Schwachsinn mit den mit diesen völlig veralteten Tornado-Recke-Maschinen geradewegs reingetrieben in so eine Art von Ping-Pong, eine Steigerung. Wir schlagen irgendwo zu und kriegen eine entsprechende Quittung. Ja. Und dabei werden wir dann immer mehr in so eine militärindustrielle Gesellschaft hineingetrieben. Soweit Hermann Plopper in dem Interview, was wir am 19. Dezember am Tage des Anschlags in Berlin veröffentlicht haben. Und mit seiner Voraussage hat er leider ins Schwarze getroffen. Dieses Buch möchte ich an dieser Stelle empfehlen, Hitlers amerikanische Lehrer. Man kann sehr, sehr viel über die Vergangenheit lernen und damit auch über eine mögliche Zukunft, die wir versuchen zu verhindern, nämlich keine neuen Energiekriege. Wir müssen diese Energiekriege und diese Gewaltspirale durchbrechen. Das können wir nur, wenn wir verstehen, wie sie funktionieren. Auch Donald Trump hat sich noch am selben Tag zu Berlin geäußert in einer Twitter-Meldung, die heute auf seinem Kanal nicht mehr zu finden ist. Ich versuche mal zusammenzufassen, was er dort getwittert hat oder seine Kollegen. Er selbst wird es ja kaum tun. Ich übersetze mal. ISIS und die islamischen Terroristen schlachten in ihren Ländern und weltweit Christen im globalen Dschihad. Diese terroristischen Netzwerke, regional und weltweit, müssen von der Erdoberfläche verschwinden. Und das können wir schaffen in einer gemeinsamen Mission der freiheitsliebenden Partner. Da irrt Herr Trump natürlich, denn es ist nicht so, dass die Muslime die Christen in ihren Ländern schlachten, sondern es ist so, dass die NATO, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein christliches Bündnis ist, aber dass es vor allem die NATO ist, die in den Ländern der Muslime Erdölkriege führt. Und das, was wir im Moment überall erleben, dieser Krieg gegen den Terror, das, was wir erleben, das ist eine Art von Rache. Und wir stehen dem ohnmächtig gegenüber, weil wir es nicht einordnen können, weil unsere Medien uns nicht zeigen, dass A und B miteinander zu tun hat. Und genau das wollen wir in dieser Sendung tun. Berlin passt in dieses Bild. Und da sind wir in Berlin. Wie hat sich das Ganze offiziell abgespielt? Nun, am 19. Dezember rollte ein schwerer Lastwagen mit Stahlträgern beladen und polnischem Kennzeichen in einen Weihnachtsmarkt am Kudamm in der Nähe der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Da war natürlich die Hölle los, das ist ja klar. Menschen saßen an den Buden, tranken ihren Glühwein und plötzlich bahnte sich ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit wirklich den Weg und schlug eine Schneise. Es waren sofort sehr viele Menschen tot. 9 wurde erst gemeldet, dann waren 12 Menschen tot und heute haben wir über 50 zum Teil schwer Verletzte in den Krankenhäusern. Und dass da der ein oder andere noch sterben wird, davon ist auszugehen. Deswegen an dieser Stelle nochmal unser herzliches Beileid. Ich meine, es ist wirklich grauenhaft und das lässt sich auch mit Worten kaum beschreiben. Man geht auf einen Weihnachtsmarkt, um sich auf das Fest vorzubereiten und plötzlich wird man von einem LKW überrollt und das Ganze, wie sich später herausstellt, auch noch vorsätzlich, weil dort jemand einfach durchgedreht ist und einfach Menschen zu Tode schleift.
Ich war, als diese Meldung rauskam, gar nicht in Deutschland. Als ich das mitbekam, dachte ich, was ist los in Berlin? Aber später habe ich die Bilder gesehen, es ist wirklich grauenhaft. Wir zeigen euch auch eben Bilder. Man kann sich vorstellen, wenn man dort als Mensch stand und plötzlich knallt ein LKW in eine Person rein, wie sich das anfühlen muss. Deswegen sind auch sehr viele Menschen heute noch unter Schock. Unmittelbar nach diesen Meldungen überschlugen sich die Informationen, wer denn wohl der Täter gewesen sein soll. Der eigentliche Fahrer ist aus dem Fahrzeug ausgestiegen und wurde offensichtlich von einem Passanten verfolgt. Es gab dann eine Täterbeschreibung und dann suchte die Polizei auch nach einem Mann, der später auch festgenommen wurde, und zwar an der Siegessäule. Es handelte sich um einen Pakistani oder auch Afghan. Auch da gab es widersprüchliche Meldungen. Später stellte sich aber raus, nach 48 Stunden, dass dieser Mann, der erstmal unter Tatverdacht stand, dass er es nicht gewesen sein konnte. Warum konnte er es nicht gewesen sein? Weil sich auf dem Beifahrersitz des LKWs ein Toter befand. Wer war dieser Tote? Der Tote war der eigentliche Besitzer und Fahrer dieses LKWs, ein Pole, der für die Spedition gearbeitet hat, und er war mit einem Kopfschuss getötet auf diesem Beifahrersitz. Derjenige, der das getan hat, diesen Menschen erschossen hat, der muss am Körper Schmauchspuren haben, also Pulverspuren von der Pistole, die er benutzt hat, oder aber Blutspuren von den Blutspritzern, und das beides war bei diesem Festgenommenen nicht nachzuweisen, sodass die Polizei davon ausging, dass dieser Mann, ja, auf dem die Täterbeschreibung zutraf, dass er es nicht gewesen ist. Er befindet sich also auf freiem Fuß. Bevor man wusste oder nach einem neuen Täter gesucht hat, das haben wir im Moment, es handelt sich heute um einen Tunesier, nach dem wir suchen, bevor das klar war, gab es eine Meldung des IS, der sich offiziell zu der Tat bekannte. Also damit war klar, es war kein Unfall, es war ein terroristischer Anschlag. Wie sicher diese Meldung ist, also ob man dieser Meldung trauen kann, ob das tatsächlich der IS war, der sich dazu bekannt hat, oder Trittbrettfahrer, das kann man bei solchen Anschlägen nie ganz genau sagen. Es gab jedenfalls unmittelbar nach den Anschlägen eine Pressekonferenz von Angela Merkel, die natürlich sichtlich angeschlagen war, weil wenn es ein Flüchtling war, der diesen Anschlag begangen hat, hätte das politische Konsequenzen auf jeden Fall für sie nach ihrer Politik. Wir schaffen das, das ist ganz klar. Und sie sagte ja dann auch, es wäre besonders widerwärtig, wenn diese Tat durch einen Flüchtling begangen worden wäre. Das wissen wir heute nicht. Also wir wissen es bis heute eben nicht, ob es ein Flüchtling war oder ein Terrorist, der so eingereist ist. Wir hören mal eben rein in den O-Ton von Angela Merkel von der Pressekonferenz. Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen Gewissheit. Aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen. Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. Soweit Angela Merkel unmittelbar nach dem Anschlag von Berlin. Was wir heute wissen ist, dass es sich offensichtlich um einen tunesischen Fahrer handeln soll, der diesen LKW in die Menschenmenge hineingesteuert hat. Woher wir das wissen, dazu kommen wir gleich. Ich möchte vorher nochmal einen O-Ton oder einen Satz zitieren, und zwar von dem saarländischen Innenminister Klaus Bouillon. Der sagte nämlich, wir sind in einem Kriegszustand. Und da hat der Mann recht. Wir sind in einem Kriegszustand, aber nicht erst seit Berlin und nicht erst seit den Anschlägen von Paris oder Nizza und auch nicht erst seit dem 11. September. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Das ist die Wahrheit, denn die Kriege, die wir, ich spreche hier von der NATO, und Deutschland ist NATO-Mitglied, die Kriege, die wir führen, sind Energiekriege. Und das, was wir an Terrorismus erleben, das ist eine Antwort darauf, das ist eine Antwort auf Drohnenkriege, das ist eine Form der Rache. Und wenn wir aus diesem Kriegszustand herauskommen wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen unsere Energiepolitik überdenken und wir müssen zu regenerativen Energien kommen. Wenn wir nicht mehr angewiesen sind auf diese Energien, die wir durch Kriege erbeuten, wenn wir darauf nicht mehr angewiesen sind, dann durchbrechen wir die Gewaltspirale. Das sagt nicht nur ich, das sagen sehr viele Menschen, die sich mit Energie beschäftigen. Das sagt auch Daniele Ganser. Und das Interessante und die gute Nachricht ist, es ist möglich. Wir können diese Energiekriege durchbrechen, indem wir auf regenerative Energie umsteigen. Das ist möglich. Und dann, wenn wir das wirklich tun, diesen Weg wirklich gehen, dann werden auch diese Terroranschläge verschwinden. Das ist meiner Meinung nach übrigens der einzige Weg, damit wir Frieden auf diesem Globus bekommen. Wir werden es nicht schaffen, indem wir jetzt sagen, okay, woher kam der Mann? Der kam wohl auf Tunesien, dann sollten wir jetzt auch noch Tunesien angreifen. Das wäre der absolut falsche Weg. Dann wäre das nicht nur ein Kriegszustand, dann hätten wir in Deutschland noch viel mehr Terroranschläge. Und wenn wir dieses Signal aus Berlin mitnehmen, wenn wir verstehen, dass Berlin für uns ein Punkt sein muss, wo wir sagen, wir können so nicht weitermachen, dann kann man sagen, hat Berlin sogar etwas Gutes, auch wenn das an dieser Stelle vielleicht pervers klingt. Im Moment sucht die Polizei mit einer groß angelegten Fahndung nach einem Tunesier mit dem Namen Anis Amri. Woher weiß die Polizei, dass es sich um diese Person handelt? Nun, und da wird es merkwürdig, das muss man ganz ehrlich sagen, diese Person hat offensichtlich bei diesem Anschlag und der Flucht aus dem Fahrzeug ihren Ausweis vergessen. Also den Personalausweis, das Dokument, wo Name, Anschrift, alles eben draufsteht. Jetzt könnte man sagen, ja, so etwas passiert, aber an dieser Stelle möchte ich mal bemerken, das wäre jetzt das fünfte Mal, dass ein terroristischer Anschlag begangen von Personen mit arabischem Hintergrund aufgeklärt werden kann, weil der Ausweis am Tatort gefunden wurde. Und das ist doch
relativ schwer zu glauben. Nicht nur für mich. Wir fangen mal an, am 11. September. Einer der Piloten, der eine der Maschinen in die World Trade Center gesteuert hat, nämlich Tsukami, da blieb ja nichts bei übrig. Dessen Ausweis wurde aber dann in diesem Trümmerfeld gefunden, und zwar völlig unversehrt. Es wurden keine Triebwerke gefunden, es wurden keine Computer mehr gefunden. Das Stahl war weggebrezelt, aber der Ausweis des Piloten wurde in den Trümmern gefunden. Person konnte nicht mehr befragt werden. Im Januar 2015 Paris, Attentat Charlie Hebdo. Dort gab es auch zwei Personen, die mit einem Fluchtfahrzeug, nachdem sie eben offiziell die Menschen alle umgebracht haben, geflüchtet sind, aus dem Fahrzeug ausstiegen. Und auch dort fand die Polizei später die Ausweise der Personen. Das heißt, auch dort sind die Ausweise im Fahrzeug liegen geblieben, sodass man schnell ermitteln konnte. Man hat die Personen nicht gefasst, man hat sie später erschossen. Sie konnten nie vor Gericht gestellt werden. Am 13. November wieder in Paris, Fußball-Länderspiel. Ihr erinnert euch, gab es ja 6 Bombenanschläge an 5 Orten. Knapp 130 Menschen sind dabei gestorben. Und auch dort hat man von den eigentlichen Tätern nichts mehr gefunden. Die haben sich ja in die Luft gesprengt. Es gab am Ort, am Tatort nur einen Ausweis aus Syrien, sodass man wusste, es war eben diese Person mit syrischem Hintergrund. Und seither ist die Bundeswehr in Syrien aktiv und betreibt Aufklärung. Dann gab es Nizza im Juli 2016. Man kann sagen, Nizza war quasi die Blaupause für Berlin. Auch dort wurde ein LKW am Nationalfeiertag dazu benutzt, um Menschen zu töten. 86 Menschen sind damals gestorben, weil der LKW in sie hineinrollte. Auch dort vergaß der Attentäter seinen Ausweis oder hatte seinen Ausweis dabei. Und jetzt in Berlin dasselbe. Nach 48 Stunden gelingt es der Polizei beim erneuten Durchsuchen des LKWs, da lag auch eine Leiche drin, ich gehe davon aus, die haben sich das genau angeguckt, plötzlich merkt man, huch, da ist ein Ausweis und dieser Ausweis gehört einem Tunesier und der wird jetzt gesucht. Es fällt mir und ich glaube vielen, die das jetzt hören, wirklich schwer zu glauben, dass das reiner Zufall sein kann. Ist es allgemein üblich, dass Terroristen mit arabischem Hintergrund immer ihre Ausweise zu ihren Anschlägen mitnehmen? Es ist mir kein einziger Fall bekannt während der gesamten Zeit der RAF, dass irgendein RAF-Terrorist seinen Ausweis zu einem Anschlag mitgenommen hätte oder den vergessen. Das machen offensichtlich nur arabische Terroristen und das ist ein Muster, was doch sehr, 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 sehr komisch ist und einen sehr merkwürdigen Beigeschmack auch über Berlin zeigt. Und die einzigen, die darüber geschrieben haben, waren RT Deutsch, die haben nämlich geschrieben, Berliner Anschlag nach bekanntem Drehbuch. Terroristen vergessen Ausweis. Und wenn wir dieses Drehbuch jetzt zu Ende denken, und das ist reine Spekulation, dann wird es erneut, wie bei den anderen 5 Fällen, nicht gelingen, den Täter dingfest zu machen, sondern er wird sich während der Verhaftung widersetzen und er wird dabei erschossen werden. Er wird nicht vor Gericht landen. Das ist reine Spekulation, aber es würde in dieses Drehbuch passen. Und wie gesagt, das Ganze hat einen wirklich bitteren Beigeschmack. Aber das, die offiziellen Fakten. Terrorist vergisst seinen Ausweis. Bei 5 großen Terroranschlägen haben die Attentäter immer ihren Ausweis vergessen und hatten arabischen Hintergrund? Das ist doch jetzt eine Verschwörungstheorie. Ist leider keine Verschwörungstheorie, sondern das sind die Fakten. Aber wenn man eine solche, wenn man diese Fakten nennt, wird man relativ schnell als Verschwörungstheoretiker abgetan, tituliert, um einen lächerlich zu machen. Die Zeit, als großes Mainstream-Organ hat neulich einen Artikel geschrieben, nichts ist wie es scheint über Verschwörungstheoretiker und da wird man dann sehr, sehr schnell in einen Topf geworfen mit Leuten, die auch sagen, wir sind nie auf dem Mond gelandet, die Erde ist eine Scheibe und da draußen gibt es jede Menge Reptiloiden, und Außerirdische, die uns beherrschen. Wer sich für diesen Quatsch nicht interessiert, sondern für die harten Fakten, dem empfehle ich an dieser Stelle ein unterhaltsames Buch, was sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, nämlich das Lexikon der Verschwörungstheorien. Oft stellen sich nämlich diese Verschwörungstheorien später als harte Fakten heraus. Ja? Meine Buchempfehlung, vielleicht reicht es ja auch noch zu Weihnachten, das Lexikon der Verschwörungstheorien. Ich habe zu Anfang dieser Sendung versprochen, dass wir versuchen werden, den Anschlag in Berlin einzubetten in das große Ganze, damit es endlich möglich ist, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Aber dazu müssen wir verstehen, wie sie denn eigentlich entsteht. Da sind wir beim aktuellen Magazin Charlie Hebdo, die deutsche Ausgabe, die natürlich Berlin auch, covert. Und sie schreiben hier, sie werden unsere Art zu leben nicht verändern, ist eine Reaktion auf Berlin. Was ist das für eine Art zu leben, die sie nicht verändern werden? Und ist das wirklich ein kluger Rat, so weiterzumachen, uns nicht zu verändern? Oder sollten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, ob die Art, wie wir leben, ob die etwas damit zu tun hat, dass es hier terroristische Anschläge gibt? Und natürlich hat sie etwas damit zu tun. Denn wir leben hier energietechnisch auf sehr, sehr hohem Fuß. Wie ist es möglich, dass wir unsere Autos relativ günstig volltanken können? Ist es normal, dass wir uns in jeder Zeit in ein Flugzeug setzen können und einfach ans Ende der Welt fliegen, um dem Winter zu entkommen? Das alles ist natürlich nur möglich, weil die Bodenschätze, die dazu benötigt werden, Benzin, weil die hier landen. Aber sie kommen nicht von hier. Sie kommen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und diese Region bezeichnen wir ja als Krisenherd. Ja? Es sind Energiekriege, die dann zu Terrorismus führen. Und das Ganze ist auch mit deutscher Beteiligung nicht nur möglich, sondern Deutschland ist ein ganz wesentlicher Baustein, denn diese Kriege werden ja heute auch mit Drohnen realisiert. Die Vereinigten Staaten, wir sind Partner der Vereinigten Staaten, haben über 7000 Drohnen in der Luft, die jeden Tag töten, die jeden Tag solche Kollateralschäden töten, die jeden Tag das Blutbad anrichten, was wir in Berlin erleben, nur 12 Tote, das wäre gar keine Meldung wert. Pro Drohneneinsatz
stirbt ein Terrorist und 49 Menschen, die damit nichts zu tun haben. Das sind sogenannte Kollateralschäden. Aber wenn wir uns Rammstein anschauen, sehen wir ein solches Schaubild. Wir sehen eben die Vereinigten Staaten, wir sehen eben die Drohnenpiloten, die dort arbeiten. Und dann sehen wir auf diesem Schaubild eben Rammstein, sieht man eine saubere Linie und dann Drohnen in der Luft. Das ist eine Zeichnung, die uns natürlich nicht berührt. Wir sehen auch mal hier eine Zeichnung, die wir im Nahen und Mittleren Osten oft sehen, dass ja Menschen einfach Drohnen an die Wand gemalt haben und darunter geschrieben, ihr habt meine Familie getötet oder warum tötet ihr meine Familie? Aber das sind eben auch nur Zeichnungen. Wenn wir aber mit den tatsächlichen Bildern konfrontiert würden, was ein Drohnenangriff tatsächlich bedeutet, wenn wir diese Bilder sehen würden, nämlich hier zerfetzte Kinder im Staub, und wenn wir das jeden Tag sehen würden, wenn wir jeden Tag die unzähligen Toten, die Teile von Menschen sehen würden, dann wäre es für uns so unerträglich, dass wir unsere Art zu leben hinterfragen würden. Das tun wir aber nicht. Und warum tun wir das nicht? Weil unsere Medien hier eine ganz saubere Arbeit leisten. Sie separieren das, was wir tun, was wir als Deutsche tun, was wir als NATO tun. Sie separieren es von uns. Wir blenden es nicht aus, es wird uns gar nicht erst gezeigt. Und erst wenn wir uns mit diesen Bildern beschäftigen, wenn wir uns im Netz diese Bilder suchen, hinterfragen wir unsere Art zu leben. Wir haben hier vor ein paar Wochen einen Drohnenpilot im Studio gehabt, in unserer Rubrik Missing Link, eine Interviewserie geführt von Dirk Pohlmann, hatten wir Brandon Bryant hier im Studio. Brandon Bryant war mal ein überzeugter Drohnenpilot, aber irgendwann kam er ins Grübeln, als man ihm gratulierte, und zwar zum 1626. Abschuss. Er hat nicht 1626 Menschen persönlich umgebracht, aber er war an deren Tötung beteiligt. Konkret war er an der Tötung von 13 Menschen beteiligt. Und wir haben ihn hier interviewt und er hat gesagt, ja, für ihn waren das immer nur Pixels on the screen. Aber als er dann die Bilder sah, weil das kann man ja wirklich, und sieht, das sind ja Menschen, die man beobachtet, die dann nach Hause gehen, ihre Kinder umarmen und später bringt man sie einfach wahllos um, weil man sagt, die sind in der Nähe eines Terroristen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass man etwas grob falsch macht, dass man nämlich einfach Menschen umbringt. Und das ist unsere Art zu leben. Wir töten Menschen in anderen Ländern, um an ihre Bodenschätze zu kommen. Und wenn wir das nicht einsehen und wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es bei uns noch viel mehr Terroranschläge geben. Und wir werden diese Gewaltspirale nicht durchbrechen, indem wir diese Art zu leben weiter propagieren und ignorant sind. Hier ist Brandon Bryant, einer, der es wissen muss, ein amerikanischer Drohnenpilot, der seinen Job hingeschmissen hat. Killing someone without them knowing or them seeing what's going on and not being able to look at your opponent in the eye, you don't see that they're human anymore. You they're pixels on the screen, or they're Muslims, or some sort of demon, some sort of other than human thing. Was kann man denn jetzt gegen Rammstein tun, wird sich der ein oder andere fragen. Nun, diese Frage gebe ich mal an Politiker weiter. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, ich klage gegen Rammstein. Das hat im Moment nur einer getan, nämlich der Herr Ströbele. Herr Ströbele stellt Strafanzeige wegen Drohnenangriffe. Ob er damit durchkommt, ist eine andere Frage. Aber es geht erstmal darum, ein Zeichen zu setzen. Aufmerksamkeit. Was tun wir hier in Deutschland? Was tun wir in Rammstein? Beziehungsweise, was lassen wir zu? Wir wissen, was die Amerikaner in Rammstein tun und wir gucken einfach weg. Wir blenden einfach aus, ja? Und diese Ignoranz haben wir jetzt in Berlin zu bezahlen. Dass mit einem solchen Anschlag zu rechnen sei, wegen Rammstein, das hat ja nicht erst hier der Herr Plopper von sich gegeben, sondern wir haben auch Ray McGovern gesprochen, der jahrelang für die CIA als Analyst tätig war. Und der hat explizit auf Rammstein hingewiesen und hat gesagt, es wird für uns nicht so gut ausgehen, wenn wir so weitermachen, denn ohne Rammstein gibt es keinen Drohnenkrieg. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden die Terroristen ein Land, was Rammstein betreibt, ins Visier nehmen und zuschlagen. Und genau das ist jetzt passiert. Hier ist Ray McGovern. So, what will happen? Well, this thing will just escalate. And as soon as a lot of people in the Near East learn that we couldn't do the drones without Rammstein, that Rammstein is the sine qua non. It's what we need. We can't go somewhere else for a lot of physical reasons and for technical reasons. We couldn't do it on the North Pole or in London or any other place because of the curvature of the Earth. And the reason we can, you know, look, or they have these so-called pilots look down from their screens and say, oh, that guy looks like, yeah, that looks like a terrorist right there. You know, boom, 2 seconds, he's dead, okay? Or his Hyundai is dead, or whoever has his Hyundai is dead, okay? This would add a couple of seconds more if they had to. It would be very expensive to move. They don't know who would take them. But so Rammstein, you know, is really central to all this. Wer sich für das Thema Drohnen interessiert, den möchte ich auf einen Film aufmerksam machen, eine Dokumentation, die zahlreiche Preise abgeräumt hat. Sie heißt National Bird. Und ich möchte den Regisseur zitieren, der nämlich Folgendes gesagt hat.
Die Obama-Administration ist berüchtigt dafür, dass sie Gesetze einsetzt, um Personen zu verfolgen, die öffentlich über die geheime Kriegsprogramme sprechen, zum Beispiel diese Drohnenprogramme. Sind ja bei uns kein Thema. Tatsächlich sind unter Obamas Spionage-Act mehr Menschen verfolgt worden, als unter allen Vorgängerregierungen zusammen. Man muss sich das vorstellen. Barack Obama hat diejenigen, die eben sagen, was machen wir da eigentlich mit diesen Drohnenprogrammen, in den Knast gebracht. Und zwar hat er mehr Leute hinter Gitter gebracht, wie alle amerikanischen Präsidenten zusammen, also seit es die Vereinigten Staaten gibt. Und trotzdem ist das der Facebook-Präsident, der Friedensnobelpreisträger. Das ist perfekte Propaganda. Von diesem Hintergrund ist es natürlich sehr mutig, einen solchen Film trotzdem in die Kinos zu bringen, nämlich National Bird. Wir schalten mal eben rein. You literally just kind of hover and you wait until he walked out to the field to meet with some friends for something. You'd blow him up. Drop a Hellfire missile on him. Maybe we killed our objective, maybe we killed a guy who we thought was our objective. You don't know. When I first got into the military, I was thinking it was a force for good in the world. I thought I was going to be on the right side of history, and today I don't believe I was. I still have a top secret clearance, so I have to be extraordinarily cautious about what I can and can't say on camera. My job was to watch what's happening in the video, the drones, and identify everything. Adolescent near the rear of the SUV. That's deceptive. You get the opinion that you're at 10,000 feet, you see this photograph. You know what's going on. You don't know what's going on. You know what you see in two dimensions. You see someone die because you said it was okay to kill them. It's too easy. They just emboldened commanders. Center's in, but the party began. Because there is no threat. Oh, sweet target. I mean, this could grow to get so out of control. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich kann das nicht mehr hören. Ich meine, Rammstein ist eine Airbase, die ist an die Amerikaner vermietet. Und das sind amerikanische Drohnen, die da in der Luft sind. Und damit haben wir Deutsche überhaupt gar nichts zu tun. Das ist leider falsch, denn auch Deutschland hat inzwischen Drohnen und lässt diese Drohnen bewaffnet auch fliegen. Es handelt sich um Drohnen, die wir von Israel leasen, für wahnsinnig viel Geld bezahlt, von Steuergeld, also von uns allen, und die bewaffnet von israelischen Flughäfen aus starten und dann zum Einsatz kommen. Das will die Regierung natürlich verheimlichen. Die technische Betreuung übernimmt übrigens der Airbus-Konzern. Und damit sie das verheimlicht, falls jemand mal danach suchen sollte, ja, gibt es eine sehr umständliche Formulierung, um zu verschleiern, dass es sich um bewaffnete Drohnen handelt, die Menschen umbringen sollen. Ich lese das mal vor, was die Regierung dazu schreibt. Die eingerüsteten Effektoren ermöglichen ein hochpräzises und reaktionsschnelles Wirken gegen nicht gehärtete, stationäre und bewegliche Punktziele zur Unterstützung und zum Schutz eigener Kräfte unter Minimierung von Begleitschäden. Menschen, Kinder, Frauen, die in der Nähe von denjenigen sind, die da umgebracht werden sollen, sind also nicht gehärtete, stationäre Punktziele, die man minimieren kann. Das alles konnte ich lesen bei RT Deutsch, ein Interview mit André Hunko von den Linken, Überschrift Bundeswehr steuert Drohnen von israelischen Luftwaffenstützpunkt. Und jetzt, wo wir das wissen, und es wissen eine Menge Leute, und das einfach zulassen, dürfen wir uns über Berlin nicht wundern. Berlin ist eine Antwort auf das. Das macht unsere Regierung. Das verschleiert unsere Regierung. Unsere Regierung eröffnet das Feuer auf unschuldige Menschen und nennt sie Terroristen. Dann dürfen wir, die wir das wissen, uns nicht darüber wundern, dass Lastwagen durch Berliner Weihnachtsmärkte rollen. Wenn wir das unterbinden wollen, müssen wir diesen Politikern in den Arm fallen. Während die Bundesregierung versucht zu verschleiern, dass sie heimlich Drohnen liest, die bewaffnet dann auch schon fliegen und Menschen umbringt, besucht sie ganz offiziell, also Frau von der Leyen, unsere Verteidigungsministerin, Saudi-Arabien. Denn die Bundeswehr ist im Moment dabei, das saudi-arabische Militär auszubilden. Das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit. Es ist allgemein bekannt, dass Saudi-Arabien der Terrorpate Nummer 1 ist und die IS maßgeblich unterstützt und finanziert. Trotzdem sind das unsere Partner. Und Frau von der Leyen sagt, es sind schwierige, aber zentrale Partner in der Region. Was in unseren Medien übrigens überhaupt nicht vorkommt, ist, dass Saudi-Arabien seit mehreren Jahren einen permanenten Krieg gegen den Jemen führt. Ja, und zwar mit europäischen Tornados. Und man sagt dann in der Presse, das fordert einen hohen Blutzoll. Das ist auch so ein Wort, ein hoher Blutzoll. Was bedeutet ein hoher Blutzoll? Wenn wir tatsächlich die Bilder sehen würden, die denen von Aleppo wirklich gleichen, dann würden wir nachdenklich werden. Aber auch diese Bilder sehen wir nicht. Und das ist Vorsatz. Was machen eigentlich unsere Medien? Unsere Medien sind Mittäter. Das müssen wir verstehen. Unsere Medien präsentieren uns immer Bilder wie von Berlin. Aber sie präsentieren uns nie die Bilder aus dem Jemen. Das ist kein Zufall. Wir müssen genau hinsehen.
Nicht nur in Berlin hat der Terror zugeschlagen, auch in der Türkei in diesem Monat schon zweimal. Eine Autobombe ist in Istanbul explodiert, man vermutet die PKK, es gab zahlreiche Tote und es wurde der Botschafter, der russische Botschafter in der Türkei erschossen, nämlich Karlov. Er wurde erschossen und zwar während einer Ausstellungseröffnung von einem türkischen Polizisten, der eigentlich abgestellt war, um diesen Mann zu schützen. Und bevor er abdrückte, rief er noch, dass das Rache sei für das, was Russland im Moment in Syrien tut. Wir sehen also, der Terrorismus ist überall und manchmal trägt er Uniform. Alles, was wir wissen, wissen wir über die Massenmedien. Wir greifen zur Zeitung, wir machen das Radio an, wir schalten den Fernseher ein und dort bekommen wir Nachrichten, die wir dann für die Realität halten. Aber diese Realität wird von den Medien gemacht, sie stellen sie zusammen und wir neigen dazu, dem zu glauben. Seit es das Internet gibt und wir feststellen, dass man eine Meldung auch ganz anders sehen kann, geraten wir ins Zweifeln. Aber dieser Prozess, den müssen wir täglich neu lernen. Und solange wir das nicht lernen, solange wir einfach sagen, nein, ich lese weiter in meine Zeitung, nur die Zeitung, werden wir sehr schnell das Opfer von Propaganda. Jemand, der das noch viel drastischer formuliert, ist Albrecht Müller, der Betreiber der Nachdenkseiten, ehemaliger Kanzleramtschef. Und er schrieb am 15. Dezember, unsere Hauptmedien, also die Mainstream-Medien, sind in einem jämmerlichen Zustand. Sie manipulieren schamlos, aber sie glauben, sie seien die Speerspitze der Aufklärung. Wie geht das? Und wie das geht, wollen wir euch jetzt zeigen. Und zwar am Beispiel Aleppo. Seit circa 5 Jahren tobt ein Stellvertreterkrieg in Syrien, an dem sehr, sehr viele Kräfte beteiligt sind. Unter anderem der Westen, der die sogenannten moderaten Rebellen unterstützt, die dann letztendlich radikale Islamisten sind und natürlich Assad und seit einem Jahr Partner Russland. Die letzten Jahre haben wir nie Bilder aus diesem Land gesehen. Wir haben keine Bilder von Aleppo gesehen, aber seit die Russen dort bombardieren und die IS kaputt machen, ihn zerstören und verjagen, ist das eine Katastrophe. Ja, so wird es auch in den Westmedien verkauft. Spiegel Online schreibt zum Beispiel Obamas Niederlage, Katastrophe von Aleppo. Die Katastrophe begann aber schon vor 5 Jahren. Darüber haben wir dann nicht berichtet. Wie seift man uns ein? Man zeigt uns die Bilder vorher, nachher. Also vor dem Bombardement und nach dem Bombardement. Ja? Und wir sehen natürlich vor dem Bombardement, also vor dem Krieg, eine intakte Stadt. Aleppo ist eine sehr große Stadt, die zweitgrößte Stadt Syriens, intakt. Und jetzt, kaum haben die Russen angegriffen, ist dort kein Stein mehr auf dem anderen. Aber der war in den letzten 3-4 Jahren schon nicht mehr auf dem anderen. Also was wir hier sehen, ist praktisch final. Das war schon vorher so. Man könnte dieselben Bilder auch von Libyen zeigen. Da hat ja die NATO damals bombardiert. Da sieht es genauso aus, also vorher, nachher. Nur diese Bilder sehen wir natürlich nicht. Und das ist die Form der Manipulation. Soll uns zeigen, die Russen machen die schöne Stadt Aleppo kaputt. Wenn wir aber Tripolis kaputt machen, was dann genauso aussieht, dann zeigt man uns das eben nicht. Und das müssen wir verstehen. So funktioniert Propaganda ganz einfach. Man zeigt uns die Bilder schlichtweg nicht. Man zeigt sie nicht. Man kann durch Bilder manipulieren oder aber durch die Auswahl der Gesprächspartner, in diesem Fall Gesprächspartnerin Christine Hellberg, die wir beim ZDF sehen konnten, die wir jetzt auch gleich sehen werden, die immer wieder interviewt wird. Sie sagt in diesem Beitrag, dass wir ein Problem haben mit der Konstruktion der Vereinten Nationen, denn es gibt ja dort einen Weltsicherheitsrat und da gibt es 5 ständige Mitglieder, die Russen, die Chinesen, die Franzosen, die Briten und die Amerikaner. Und in Syrien konnte man sich nicht einigen, weil die Russen ihr Veto eingelegt haben und das wäre in diesem Fall wirklich ganz, ganz schändlich. Hier ist Christine Hellberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eigentlich internationale Mechanismen und Institutionen aufgebaut, die genau das verhindern sollten. Die Vereinten Nationen, die Genfer Konvention, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Das ganze System hat versagt in Syrien, weil der Weltsicherheitsrat blockiert ist. Ja, Christine Hellberg ist wirklich eine verbale Waffe, auf die sich die NATO verlassen kann. Denn was sie hier erklärt, das ist zwar die Wahrheit, aber noch größere Teile der Wahrheit lässt sie weg. Es ist so, dass im Weltsicherheitsrat, ja, mit diesen 5 ständigen Mitgliedern, es reicht, wenn eine Macht das Veto einlegt, damit man nicht einschreiten kann. Wer hat das in den letzten Jahrzehnten permanent getan? Na, die NATO. Denn es sind 3 NATO-Staaten von diesen 5 im UN-Weltsicherheitsrat vertreten. Da haben wir Großbritannien, da haben wir Frankreich und da haben wir die Vereinigten Staaten. Und das haben die die ganze Zeit gemacht, kann man auch nachlesen im aktuellen Buch von Danny de Ganser, Illegale Kriege, wie die NATO die UN sabotiert. Davon spricht aber Frau Hellberg keinen einzigen Ton. Nur in diesem Fall, wo die Russen das machen in Aleppo, da sagt sie, wir sollten auf diesen Weltsicherheitsrat nicht hören, wir sollten auf die Vollversammlung hören. Den Weltsicherheitsrat, ja, mit diesen Siegermächten gibt es ja deswegen, damit wir bisher nicht auf die Vollversammlung hören müssen. Aber jetzt wird es umgedreht, weil es der NATO und der NATO-Politik nützt. Und weil Frau Hellberg das so schön sagt, wird sie auch überall interviewt. Wir finden sie bei der ARD, wir finden sie im ZDF, wir finden sie beim Deutschlandfunk, wir finden sie bei Phoenix und wir finden sie auch bei einem langen Kommentar in der Taz vom 14.12. Und ich lese mal vor, was dort dann zu lesen ist. Bei der Taz, der sogenannten linken Gazette, der Hauszeitung der Grünen, mehr Macht für die Vollversammlung. Ist ja erstmal schön.
Der Massenmord in Syrien steht fürs Versagen aller internationaler Institutionen. Wer einen Freund im Weltsicherheitsrat hat, tötet ungestraft. Richtig, zum Beispiel im Irak, Großbritannien und Amerika. Kommt im Artikel aber nicht vor. Aber Frau Helberg hat folgende Idee. Sie möchte nämlich eigentlich diese Vollversammlung stärker nutzen, wenn man damit Krieg führen kann. Sie schreibt, bei offensichtlichen Kriegsverbrechen würde man nicht mehr auf Einstimmigkeit im Weltsicherheitsrat warten, sondern die UN-Vollversammlung entscheiden lassen, was zu tun ist, zur Not auch militärisch. Und darum geht es. Ja? Wenn man es mit dem Weltsicherheitsrat machen kann oder ohne, das spielt für die Amerikaner keine Rolle. In jedem Fall intervenieren sie. Aber in so einem Fall wie Syrien, wo sie keine Bodentruppen einsetzen wollen, sagt man, dann machen wir es eben mit der Vollversammlung. Das ist eine Form der Manipulation, weil man müsste sagen, diese Blockade, die im Moment die Russen in der Vollversammlung betreiben, ist gängige Praxis bei den NATO-Partnern in dieser Vollversammlung. Aber davon schreibt Frau Helberg kein einziges Wort. Und aus diesem Grund wird sie überall interviewt. Manipulation. Eine weitere Technik zu manipulieren ist, wichtige Nachrichten in einem Medium, was eigentlich Bewegtbild transportiert, schriftlich zu bringen. Wenn das ZDF zum Beispiel ein Interview macht und das dann aber nicht in Bild und Ton bringt, sondern einfach schriftlich. Das hat das ZDF hier gemacht. Sie haben Professor Dr. Günther Meyer interviewt. Er ist Angestellter beim Geografischen Institut und kümmert sich um die Forschung der arabischen Welt. Und er schreibt beim ZDF, eher ungewöhnlich, aber er schreibt beim ZDF, die Welt hat in Syrien sehr viel falsch gemacht, aber wir müssen auch sagen, wer was falsch gemacht hat. Und hier liegt die Hauptverantwortung bei den USA. Wir sehen also, wenn wir es mit Frau Helberg zu tun haben, dann wird sie gefilmt, weil sie das sagt, was man offensichtlich verbreitet sehen möchte. Und wenn Professor Günther Meyer dann parallel auch noch interviewt wird, nach dem Motto, wir haben auch die andere Seite gefragt, dann wird das geschrieben beim ZDF. Wir haben aber Herrn Günther Meyer bei dem Spatenkanal 3 Saat gefunden. Da hat er nämlich 2013 auch schon etwas zu Syrien gesagt. Und das zeigen wir euch jetzt. Hat eine ganz andere Wirkung, weil er zu uns spricht. Und dann erreicht es uns auch. Und wenn wir wollen, dass es uns nicht erreicht, dann drucken wir es beim ZDF. Das ist auch eine Technik der Propaganda. Hier ist Professor Günther Meyer. Scharfe Vorwürfe kommen jetzt von einem ausgewiesenen Kenner der Region. Der Konflikt in Syrien bekommt durch seine Analyse ein anderes Gesicht. Es läuft alles darauf hinaus, dass die bisher teilweise unterdrückte Mehrheit der sunnitischen Bevölkerung islamistisch orientiert ist, dass sich hier eine gemeinsame islamistische Achse mit Unterstützung der Sunniten im Irak, im Libanon, in Saudi-Arabien ausbildet, die gewaltsam den Sturz wollen. Diese Komponente wird in der Medienberichterstattung völlig außer Acht gelassen. Eine Ablösung des Regimes, und das ist eben auch der Punkt, weshalb ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor hinter Bashar al-Assad steht, würde bedeuten, dass hier sunnitische Islamisten die Macht übernehmen. Und das ist nicht im Interesse des großen Teils der städtischen syrischen Bevölkerung. Professor Günther Meyer bezieht sich auf eine Aussage von Wesley Clark, einem Vier-Sterne-General, der seinerzeit fürs Weiße Haus gearbeitet hat und 2001, also nach den Anschlägen von New York City, noch in Amt und Würden war. Und er spricht bei Democracy Now, und zwar 2007 bereits darüber, dass die Vereinigten Staaten, speziell das Pentagon, beschlossen hatten, damals schon 7 Kriege zu führen in 5 Jahren. Und da war Syrien auch auf dem Zettel. So lange wurde das bereits geplant. Es war kein Krieg, der sich ergeben hat. Das war militärische Planung. Hier ist Wesley Clark. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we've made the decision. We're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran.
An dieser Stelle möchte ich euch einen Kollegen ans Herz legen, nämlich Thierry Maison, der, wenn es um Außenpolitik im Nahen Osten geht, immer wieder erstaunliche Fakten zutage fördert. Er konnte beweisen, dass während der Bilderberger Konferenz 2008 Condoleezza Rice, die damalige Außenministerin, in die Runde getragen hat, dass man sich in den Vereinigten Staaten entschlossen hat, eine Notwendigkeit sieht, das syrische Regime zu kippen, also den Staat aufzugeben. Und hinter dieser Idee stand auch ein deutscher Beamter, nämlich Wolfgang Perthes. Er ist der Kopf vom SWP, der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Sein Think Tank, der aber auch militärisch agiert. Um was es in Syrien wirklich geht, das hat uns unlängst auch nochmal Daniele Ganser verraten. Es geht nämlich um ein Gasfeld im Persischen Golf mit zwei konkurrierenden Pipelines, die beide durch Syrien führen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Telefoninterview. Er wollte eben diese Pipeline bauen in den 2009, das ist also 2 Jahre vor Kriegsausbruch, haben die gesagt, wir wollen jetzt diese Pipeline von unserem Erdgasfeld Northfield durch Saudi-Arabien bauen. Die Saudis haben gesagt, tolle Idee, machen wir. Und dann weiter durch Syrien und dann in die Türkei. Und die Türken haben nachgesagt, tolle Idee, das machen wir. Aber Bashar al-Assad, der war dagegen und gesagt, nein, das will ich nicht. Es ist kein Bürgerkrieg, der in Syrien stattfindet. Und auch kein Krieg Assads gegen seine Bevölkerung. Es ist Präsident Assad, der gemeinsam mit seiner Bevölkerung als eine Einheit gegen ausländische Truppen und Terrororganisationen kämpft, die aus dem Ausland finanziert werden, gegen das syrische Volk. Wer hat das gesagt? Madeleine Hoffmann. Sie ist Direktorin der Friedensaktion New Jersey und sie ist Mitglied des UN-Friedensrates. Genau wie Alfred Mader. Was sagt er zum Konflikt in Syrien? Bitte. Wir sehen hier dieselben Muster wie bei anderen Invasionen, wo die Führung eines Landes dämonisiert wird, um dies als Entschuldigung zu benutzen, um sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Und zum Schluss Henry Lowendorf. Er hat die Delegation geleitet, die nach Syrien gereist ist, um sich vor Ort, ja, am Boden ein Bild darüber zu machen, was sich im Land denn tatsächlich abspielt. Und das ist sein Fazit. Wir kämpfen gegen eine Riesenmenge an Propaganda. Sie ist so gut gemacht, orchestriert, dass es selbst für die Friedensbewegung schwierig war, sich nicht beeinflussen zu lassen. Bitte. Ich denke, was Alfred sagt, ist wirklich wahr. Wir kämpfen gegen eine Riesenmenge an Propaganda, dass die syrische Regierung dämonisiert hat, ihre Führer dämonisiert hat. Ein Muster, das wir in vielen anderen Ländern über eine Anzahl von Jahrzehnten gesehen haben, das die USA immer wieder benutzt haben. Um die Menschen davon zu überzeugen, es sei aus humanitären Gründen notwendig, eine Regierung zu stürzen. Warum sehen wir eigentlich nicht die Fotos der UN-Friedensmission in unseren Gazetten, so ganz groß bei der Bild-Zeitung zum Beispiel? Es müsste doch möglich sein, dass man sagt, oh, eine UN-Friedensmission fährt nach Syrien, da schicken wir doch mal einen Fotografen der Bild-Zeitung oder von Reuters mit. Warum passiert das nicht? Weil die Bilder, die wir dort zu sehen bekommen, die werden so differenziert, das will man uns nicht zeigen. Man möchte uns ein einseitiges Bild vermitteln. Das macht die Bild-Zeitung sehr gut. Sie fährt eine massive Kampagne, seit Aleppo von den Russen mit befreit wird, was der Krieg von Aleppo übrig ließ. Ja, aber der Krieg geht ja schon sehr viele Jahre, aber erst jetzt kommen diese Bilder eben von der Bild-Zeitung. Man zeigt eben die Umayyaden-Moschee aus dem Jahre 2010, Oktober, alles noch wunderbar. Und dann ging der Krieg ja richtig los und heute, Aleppo zum Beispiel, ein Alltag ist nicht mehr möglich. Aber das ist klar, wenn ein Land über so viele Jahre mit schwersten Waffen umkämpft wird, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Dazu muss man nicht nach Aleppo. Das ist damals auch so gewesen, 1982, als Israel gegen die Palästinenser massives Gerät eingesetzt hat. Der Spiegel war damals noch anders. Er schrieb damals als Cover, Israels Schlag gegen die Palästinenser, das lange Sterben. Das heißt, wir sehen das lange Sterben, was wir in Aleppo sehen. Das gab es auch schon mal bei den Israelis gegenüber den Palästinensern. Und dieses Sterben hält ja auch an. Oder hier eine Schlagzeile vom Tagesanzeiger aus dem Jahre 2006, das war der Libanon-Krieg. Dort steht, der nächste Nahostkrieg steht vor der Tür, Fragezeichen. Israels Regierung wollte keinen Frieden, sondern steuert auf einen Konflikt mit Syrien und dem Libanon zu, sagt der syrische Staatschef Bashar al-Assad. Damals war er noch ein Staatschef, heute ist er nur ein Diktator, ja, oder das ist auch keine Regierung mehr, sondern es ist ein Regime. Aber dass man schon seit 2006 Probleme mit Assad hat, das kann man eben hier sehen. Das heißt, es ist nicht etwas, was passiert ist, sondern der Mann muss weg, weil er den Interessen des Westens im Wege steht. Und das wird daraus klar, wie sich die Presse geändert hat. Ich glaube, ein Cover, wie wir das 82 beim Spiegel erlebt haben, nämlich das lange Sterben, Israels Schlag gegen die Palästinenser, das würde heute nicht mehr passieren. In unserer Presse hat sich etwas geändert.
Manchmal gibt es aber auch gute Nachrichten von der Medienfront. An dieser Stelle gibt es eine wirklich gute Nachricht. Der Freitag, herausgegeben von Jakob Augstein, bekommt Verstärkung, und zwar Jürgen Totenhöfer. Der wird nämlich zukünftiger Herausgeber dieses Freitags, und das ist nur gut, weil der Mann ja auch Biss hat. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Artikel aus dem Jahre 2012 verweisen, den man im Netz auch noch finden kann. Überschrift: Gute Folter, schlechte Folter. Gibt es das überhaupt? Gute Folter. Im Artikel geht es darum, dass das, was wir heute dem Assad vorwerfen, dass er nämlich foltert, ja, dass wir das selber, also der Westen, dass wir das oft genutzt haben. Ich lese mal eben die Überschrift. Jahrelang ließen die USA in Syrien Terrorverdächtige foltern. Die Entrüstung über Assad, die jetzt aus Washington kommt, bezeugt die üblich westliche Doppelmoral. Und wie gesagt, dieser Artikel ist aus dem Jahre 2012. Ich freue mich sehr darüber, dass Jürgen Totenhöfer der neue Herausgeber des Freitags wird, denn dieses Blatt ist wirklich notwendig in Deutschland, weil es eben auch die Nischen zeigt. Gut. Wo sind denn eigentlich die Künstler? Gibt es in diesen schwierigen Zeiten keine mutigen Künstler, Kabarettisten, die auch unbequeme Wahrheiten mal ansprechen, die nicht irgendwie Infotainment machen, die kein Comedy machen, die sich mit der NATO auseinandersetzen auf der Bühne, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt? Ja. Solche Künstler gibt es. Eine solche Künstlerin heißt Lisa Fitz, ja, das bayerische Urgestein. Und sie war bei Schrank TV und hat ganz offen ausgesprochen, dass nämlich die Politik so dermaßen kriminell und verlogen ist, dass sie es kaum aushalten kann. Hier ist die sehr mutige Lisa Fitz. Es ist ja immer so, dass die USA die Bösewichte hat sie kreiert, abgewertet und dann, weil sie im Weg waren. Das ist aber jetzt schon Verschwörungstheorie. Das ist ja genau dieser heikle Punkt, wo man dann kommen könnte. Ja. Wie erwidern sie denn jetzt dann, wenn die sagen, die Berufskollegen, ja, du bist eine Verschwörungstheoretikerin. Dann kann ich sofort drauf sagen, dass die Verschwörungstheorie nicht das Problem ist, sondern die Verschwörungspraxis in der Politik. Der zweite Künstler ist Uwe Steimle, dieser Kabarettist aus Sachsen, der war bei Arti Deutsch zu Gast und hat darauf hingewiesen, dass dieses neue Feindbild gegen Russland, dass es vollkommen absurd sei. Man müsse ja wohl verrückt sein, um sich mit den Russen anzulegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Er sagt, nie wieder Krieg, und er hatte recht. Hier ist Uwe Steimle. Den russischen Bären, den kitzelt man nur einmal und dann haut er ihn auf die Tatzen. Und so ist es gekommen. Ja? Und ich finde, wir sind, also Deutschland sowieso, wir sind geisteskrank, uns überhaupt mit Russland anlegen zu wollen. Ich meine, zwei Weltkriege, 27 Millionen tote Sowjetmenschen. Ey, also wenn wir irgendwas gelernt haben, wir, sage ich jetzt mal, wir alle Deutschen, dann ist es nie wieder Krieg. Und wenn wir den Kitt aus den Fenstern fressen. Und zum Schluss der MC, aber eigentlich gelernte Jurist Kollega, der nach Palästina gefahren ist und sich gesagt hat, kann ich in dieser umkämpften Region nicht etwas tun für die Opfer vor Ort? Ja, das kann er. Er hat 30.000 Euro in die Hand genommen und hat dort eine Schule eingerichtet. Darüber gibt es auch eine Dokumentation, die, glaube ich, über 1,5 Millionen Mal schon angeklickt wurde. Ich sage, das hätte er nicht tun müssen, der Kollega. Geht ja damit auch in die Kritik, aber er hat es getan, das finde ich gut, ein Mann, ein Macher, und ja, danke an Kollegen, finde ich gut, mehr MCs sollten das tun. Gerade herrscht ist so ein bisschen das, was auch von Deutschland und den internationalen Regierungen ein bisschen kritisiert wird, ein bisschen, nämlich dass die Siedlungen der Israelis hier immer weiter fortschreiten in das Land, was eigentlich palästinensisches Autonomiegebiet ist, was eigentlich keine Rechtsgrundlage hat. Das ist der Konflikt, der hier seit einigen Jahren andauert. Propaganda schreckt vor nichts zurück und auch vor niemandem. Sie wird auch immer häufiger eingesetzt bei Kindern. Konkret beim Deutschlandfunk. Dort gibt es ja Kindernachrichten, die nennt sich Kakadu. Und dort konnte man neulich hören, wer Putin sei. Nämlich ein Aggressor, der zwei Kriege führt, dem man aber leider das Handwerk nicht legen könnte, denn die Europäer seien völlig uneinig. Gehört hat diese Nachrichten, weil er selber zwei Kinder hat, Ulrich Teusch, der Autor von Lückenpresse, und hat uns diese Nachrichten während des Interviews dann nochmal vorgelesen. Hier ist Ulrich Teusch. Der russische Präsident Putin führt derzeit zwei Kriege, einen in der Ukraine und einen in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande wollen Putin dazu bewegen, mit beiden Kriegen aufzuhören. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Putin sich nicht an internationale Regeln hält. Er ist der Ansicht, dass er den russischen Einfluss in der Welt vergrößern muss, und das auch mit Krieg. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande haben mehrfach gesagt, dass Putin in Syrien schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Die russische Luftwaffe bombardiert Krankenhäuser und Hilfskonvois der Vereinten Nationen. Deshalb fliehen viele Syrer mit ihren Familien nach Deutschland.
Auch in der Ukraine kämpfen trotz eines Abkommens russische Soldaten. Wie man Putin davon abhalten kann, ist aber nicht klar. Man könnte ihn unter Druck setzen, indem man Russland bestimmte Waren nicht mehr verkauft. Das nennt man Sanktionen. Aber dafür müssten sich alle Europäer einig sein. Und das sind sie zurzeit nicht. Ja? Ja, liebe Kinder, Putin führt zwei Kriege und eure Erwachsenen unternehmen was dagegen. Zum Beispiel Schriftsteller wie Peter Schneider oder Köpfe der Grünen. Eine Schlagzeile aus dem Tagesspiegel vom 6.12. Schluss mit dem Massenmord in Aleppo. Initiiert hatte dazu der Schriftsteller Peter Schneider und zahlreiche sind dem gefolgt, unter anderem Cem Özdemir von den Grünen. Man traf sich vor der russischen Botschaft, um zu demonstrieren, lautstark auch mit Sprechchören. KenFM war auch da. Hier ist Cem Özdemir. Wir protestieren gegen den Krieg in Syrien und wollen, dass nicht nur die Islamisten, sondern auch der Putin zur Rechenschaft gezogen werden und sein Verbündeter dort Assad, die für die Kriegsverbrechen dort verantwortlich sind. Mhm. Seit wann tobt denn dieser Krieg in Syrien? Der tobt, seit es damals anfing mit dem Arab Spring und der Assad die Gelegenheit verpasst hat, sich mit denen an den Tisch zu setzen und eine friedliche Lösung zu finden. Aber genau genommen tobt er natürlich schon länger, weil Assad als Diktator seine Bevölkerung seit vielen, vielen Jahren unterdrückt. Gibt es für diesen Krieg ein UN-Mandat? Es gibt für diesen Krieg natürlich kein UN-Mandat, sondern Assad bringt seine eigene Bevölkerung um, so wie das Diktatoren manchmal machen. Herr Özdemir, Sie sind doch jemand, der in Urach sozialisiert wurde. Spricht man da eigentlich so in Urach? Spricht man da von Responsible to Protect? Sprechen die Uracher von Arab Spring? Oder ist es ein Wording, was man ihnen verpasst hat, was sie verinnerlicht haben, als sie als Mitglied der Atlantikbrücke auch bei den Bilderberger waren? Den Verdacht könnte man haben. Ich habe mich auf Ihre Homepage begeben, auf Ihre Facebook-Seite und habe dort mal nachgeschaut, was Sie eigentlich privat möchten, also was Sie vorgeben, privat zu möchten. Und da möchten Sie Folgendes, das finde ich in Ordnung. Ich will, dass jedes Kind und jeder Erwachsene in Deutschland eine faire Chance hat, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Wer aber einmal in Not gerät, soll nicht in Armut hängen bleiben. Ich mache Politik, weil unsere Kinder in einem weltoffenen Deutschland und in einem solidarischen Europa aufwachsen sollen. Das heißt für mich, dass aus Ausländern Inländer werden. Wissen Sie, Herr Özdemir, was ich möchte? Ich möchte, dass jedes Kind und jeder Erwachsene auch außerhalb von Deutschland sicher ist, und zwar sicher vor deutschem Rüstungsexport. Und wenn ich mich in Ihrem Wahlkreis umschaue, gibt es sehr viele Firmen, die Rüstung exportieren, die dann eben für Verunsicherung im Ausland sorgen. Deswegen glaubwürdiger wäre es eigentlich, wenn Sie anfangen würden, diese Firmen dazu zu bringen, gemeinsam zu erarbeiten, Rüstungskonversion zu bringen. Weil dann machen wir aus Ausländern keine Inländer, nichts gegen Ausländer, sondern dann sorgen wir dafür, dass die Menschen, die im Ausland wohnen, in ihrer Heimat bleiben können. Und ich glaube, das wäre Ihnen eher recht. Und was ich von Ihnen auch erwarte, ist, dass Sie sich dafür entschuldigen, was damals Joschka Fischer getan hat. Der hat ja damals im Kosovo und mit den Grünen und den Roten sind wir ja seitdem beim ersten völkerrechtswidrigen Krieg, also NATO-Angriffskrieg, dass Sie sich stellvertretend für Joschka Fischer dafür entschuldigen, denn es gab keine KZs im Kosovo. Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Das war der Sündenfall der Grünen. Da wurden aus den Grünen die Olivgrünen. Zusammen mit Schröder haben uns die Grünen mit der SPD in den ersten völkerrechtswidrigen Krieg nach der Wiedervereinigung geführt. Das waren die Grünen. Und wenn Sie mir nicht glauben, Herr Özdemir, dann glauben Sie vielleicht Heinz Lokay. Der war damals OSZE-Beobachter und General der Bundeswehr. Und der hat auch einmal ganz klar gesagt, dass das, was Joschka Fischer behauptet hat von KZs, dass das eben frei erfunden ist und dass er sich dafür schämt, dass ein deutscher Politiker das gesagt hat. Hier muss ich mich wirklich beherrschen, weil der Vergleich mit Auschwitz und der Situation in Kosovo eine ungeheuerliche Behauptung ist. Man muss sich als Deutscher schämen, dass deutsche Minister so etwas getan haben, denn ein normaler Mensch, ein normaler Deutscher wird vor Gericht zitiert, wenn er in einem derartigen Ausmaße Auschwitz verharmlost. Wir haben auf der Demonstration vor der russischen Botschaft ja nicht nur mit Cem Özdemir gesprochen, sondern auch mit Peter Schneider, der als Schriftsteller diese Demonstration initiiert hatte, also dazu aufgerufen hatte. Und am Ende des Gesprächs, hören wir ganz kurz mal rein, ruft hier ein Mann, passen Sie auf den Mann auf, der ist gefährlich, das ist ein Provokateur. Wer war dieser Mann? Ja? Wir schauen mal eben rein. Gibt es für diesen Krieg in Syrien ein UN-Mandat?
Nein, nicht meines Wissens, aber dann ist die es ein UN, Krieg. Ja, von allen Seiten, von allen Seiten. Aber das kann leider nur Juristen interessieren. Wissen aber es hat ja Folgen. Ich meine, sollte die UN Krieg, über der NATO stehen? Der Krieg muss jetzt irgendwie beendet werden und natürlich muss die UN. Die UN muss. Ach so, ist das so, ja. Ja, ja. Wir sehen, ich stelle sehr gefährliche Fragen nach dem Völkerrecht. Dieser Mann war kein geringerer als Friedrich Christian Delius, ein namhafter Autor, hochdotiert. 2007 erhielt er den höchstdotierten Literaturpreis für deutschsprachige Autoren und 2011 den Georg-Büchner-Preis. Ich habe auch ein Buch von ihm hier, nämlich Warum ich immer schon recht hatte. Und dieses Buch wurde in den Medien auch beschrieben und besprochen und gelobt. Und zwar wurde ihm nachgesagt, es ist eine lesenswerte Provokation. Ich habe also einen Provokateur gelesen und bin selbst zum Provokateur geworden. Herr Delius, wenn Sie Probleme mit Provokateuren haben, dürfen Sie keine so provokativen Schriften veröffentlichen. Ich würde mich freuen, Sie vor der Kamera zu begrüßen. Ich glaube, das gelingt uns noch. Und damit kommen wir zu einem der unglaubwürdigsten Pressevertreter, den es in Deutschland gibt, nämlich Kai Diekmann, ja, den Herausgeber der Bild-Zeitung. Man hat diesen Mann dermaßen eingeseift, indem man ihm Preise verliehen hat, und zwar Preise unter anderem des Jüdischen Nationalfonds, und er hat sich dafür bedankt, ja, der Goldene Olivenzweig, so heißt dieser Preis, er hat sich bedankt mit der Überschrift in der Bildzeitung, warum wir Israel jeden Tag danken sollen. Ich lese mal vor, für uns ist diese Verpflichtung, also der Dank gegenüber Israel, nicht bloß Teil unserer Arbeitsverträge. Es steht nämlich wirklich drin, wenn du bei der Bildzeitung arbeitest, darfst du niemals etwas veröffentlichen, was gegenüber Israel oder den Vereinigten Staaten kritisch ist. Ja? Ist das neutrale Presse? Das steht in dem Arbeitsvertrag. Aber er schreibt weiter, dieses kleine Land sei die einzige Demokratie weit und breit im Nahen Osten. Es verteidigt die Werte und die Sicherheit Europas. Dafür sollten wir im Westen Israel dankbar sein. Jeden Tag. Ich lese das einfach vor. Deutsche Medien und Yad Vashem fördern die Holocaust-Erinnerungskultur. Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative entsenden die Chefredakteure von mehr als einem Dutzend deutscher Medienunternehmen im April 2017, das liegt also noch vor uns, erstmals junge Journalisten zu einem besonderen Medienseminar in die internationale Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nach Israel. Die Idee zu We Shall Never Forget entstand während eines Seminars in Yad Vashem, an dem führende Journalisten von verschiedenen Zeitungen, Nachrichtenagenturen und Online-Medien teilgenommen hatten. Wenn man Journalisten auf diese Art und Weise zwangsumarmt, kann man von ihnen nicht verlangen, dass sie im Anschluss kritisch Israel beschreiben, wie es mit den Palästinensern umgeht. Und weil diese Taktik so gemacht wird, lesen wir kaum etwas Kritisches über Israel. Aber wenn wir etwas Kritisches über Israel lesen, bekommen die, die es tun, sofort richtige Probleme. Zum Beispiel das Nahostforum in Bremen. Dem Nahostforum in Bremen wurde jetzt die Bankverbindung gekappt, und zwar die Bank für Sozialwirtschaft, eine eher katholische Bank, hat gesagt, also mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben, denn was ihr da macht, ihr weist hier auf BDS hin, also dieses Programm, was sich kritisch mit Israel auseinandersetzt, dieses Programm ist antisemitisch. Vorgebracht wurde das von deutschen Journalisten. Das Nahostforum wird betrieben von Israelis, ja, mit jüdischem und deutschem Hintergrund, die über 36 Jahre lang in Israel gelebt haben. Und die haben dann gekontert, wir sind Antisemiten. Ich meine, unsere Familien leben in Israel. Wir haben selbst über 36 Jahre in Israel gelebt. Wir können keine Antisemiten sein. Aber das ließen die deutschen Journalisten nicht gelten. Ja? Ich fasse das zusammen. Juden in Deutschland wird das Bankkonto gekündigt von Deutschen, weil sie sich kritisch mit ihrer Heimat auseinandersetzen. Und jetzt wird's richtig absurd. Eine Schlagzeile, die ich bei Arti Deutsch gefunden habe. Israelische Kriegsschiffe hergestellt aus Feindeshand. Es geht um Fakten. Immer wenn Deutschland Israel ein Atomboot zukommen lässt, preisgünstiger oder auch geschenkt, bezahlt mit deutschen Steuergeldern, dann geht ein Auftrag an ThyssenKrupp, diese große Werft. Und dann wird dort Umsatz gemacht. Aber wem gehört eigentlich ThyssenKrupp? ThyssenKrupp gehört mit 4,5% dem Iran. Das bedeutet, immer wenn Deutschland Israel ein Atom-U-Boot zukommen lässt, damit sich das gegen den Iran verteidigen kann, verdient der Iran. Dieses absurde, merkwürdige, verrückte Verhältnis zwischen Israel und dem Iran, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das bewegt sich so in Wellen. Ich verweise an dieser Stelle auf einen Artikel aus der Zeit, aus dem Jahre 2010. Mit der Überschrift Der Feind meines Feindes. Es geht da um Waffengeschäfte zwischen Israel und dem Iran und Waffenprojekten, die man gemeinsam entwickelt hat, unter anderem Langstreckenraketen. Ich lese mal vor. Am 18. Juli 1977 reist General Hassan Tufani nach Israel, also der iranische Politiker. Irans stellvertretender Verteidigungsminister trifft sich mit Israels legendärem Militärchef Moshe Dayan, also der mit der Augenklappe.
Es geht um gemeinsame Rüstungsvorhaben. Eines davon ist das Projekt Flower, die Weiterentwicklung einer israelischen Antischiffsrakete. Ja? Außerdem ist es so, dass General Tufanian bereits einen Test israelischer nuklearwaffenfähiger Langstreckenraketen Jericho beigewohnt hat und sagt, dies ist toll, die möchte ich auch haben. Darüber wird verhandelt. Selbst nach der Machtergreifung durch die Mullahs, also nachdem Khomeini den Schah ersetzt hat, ging die israelisch-iranische Zusammenarbeit nach kurzer Pause weiter. Man verkaufte während des gesamten Iran-Irak-Krieges Waffen an den Iran, also Israel, und zwar für 500 Millionen Dollar. Und dafür haben die Israelis den Iranern in der Schweiz extra ein Bankkonto eingerichtet, damit das sauber vorbeiging. Als die Amerikaner unter Ronald Reagan von diesen Geschäften zwischen Iran und Israel Wind bekommen, sagt Ronald Reagan spontan, möchte ich auch, und verkauft an die Iraner Waffen für Multimillionen, weil es ist ja im Moment ein Krieg am Laufen zwischen dem Iran und dem Irak und deswegen bekommt auch der Irak Waffen. Also beide Länder bekommen dann eben Waffen. Unter anderem Giftgas bekommt der Irak, damit er die Iraner besser bekämpfen kann. Das Ganze geschieht am Kongress vorbei, also vollkommen illegal, und deswegen kann der größte Teil des Geschäftes dann leider nicht mehr abgewickelt werden. Die Amerikaner hatten nämlich vor, 82 Kampfflugzeuge und 4000 Raketen an den Iran zu liefern. Fazit. Wer unterstützt dieses aggressive, gefährliche Regime, den Iran, am stärksten? Die Vereinigten Staaten und Israel. Und denen sollte man mal auf die Finger klopfen. Wie gefährlich der Iran ist, sieht man eben auch an dieser Liste. Ja, da kann man deutlich erkennen, wie viele Kriege der Iran in den letzten Jahren geführt hat und wie wenige Kriege die Vereinigten Staaten geführt haben. Und ich glaube, auf dieser Liste sieht man es wirklich. Der Iran ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Themenwechsel. Was ist denn eigentlich mit Donald Trump? Na, der kehrt zurück. Der ist im Moment aus den Schlagzeilen wegen Berlin und der anderen Terroranschläge, aber wir können davon ausgehen, dass er zurückkehrt in unsere Medien und dass wir dann weiterhin, also unsere Medien, auf ihn einschlagen werden, wie das nach der Wahl ja konsequent der Fall ist. Die NZZ aus der Schweiz fängt damit an. Sie schreibt, Clintons Vorsprung steigt auf 2,5 Millionen Stimmen. Und es ist tatsächlich so, nach der finalen Auszählung und nochmal Nachjustierung, stellte man fest, dass Donald Trump absolut gesehen 2,5 Millionen Stimmen weniger hat als Hillary Clinton. Trotzdem zieht er ins Weiße Haus ein, weil er hat mehr Wahlmänner und auf die kommt es beim amerikanischen Wahlsystem an. Es gab so einen Fall schon mal, da waren es aber nicht 2,5 Millionen Stimmen, sondern 540.000. Die hatte nämlich Al Gore mehr. Trotzdem ist George W. Bush ins Weiße Haus eingezogen. Wie konnte das überhaupt passieren, dass Donald Trump so weit gekommen ist, dass er dann gegen Hillary Clinton als finaler Kandidat antreten konnte? Na, schuld daran waren natürlich russische Hacker, wie man jetzt ja hört. Ne? Von daher ist er noch gar nicht ganz raus, ob er die Wahl vielleicht nicht doch nochmal wiederholen sollte. Was haben denn diese russischen Hacker eigentlich getan? Die russischen Hacker haben nicht die Wahlmaschinen manipuliert, das wird ja suggeriert. Nein, die russischen Hacker haben den privaten und nicht sicheren Mailserver von Hillary Clinton gehackt und die Daten an WikiLeaks weitergegeben. Und die haben das dann veröffentlicht, also Julian Assange. Und dort konnte man dann in den Mails eben lesen, ja, wie korrupt Hillary Clinton ist. Dass sie korrupt ist, das wusste man schon, aber dann war dem letzten Wähler klar, wie korrupt sie ist. Und wenn der Wähler das nicht erfahren hätte, dann hätte er möglicherweise diese Frau gewählt. Wir hören einen kurzen O-Ton von Adam Schiff. Er ist ein Demokrat und spricht bei USA Today. Bitte. It's pretty clear, I think, on the basis of very public information from the credible security firms that have analyzed the DNC hack and the DCCC hack, that these hacks go back to Russia. Go back to the Russian state government? Well, it's clear they go back to Russian actors, and I think it's also clear they go back to the Russian government or certainly Russian sanctioned hackers. Warum sollten ausgerechnet russische Hacker Donald Trump unterstützen? Ja? Wer dieser Frage nachgeht, stößt auf Roy Cohn, dem Anwalt von Trump. Der ist schon toter Anwalt, aber hat Wesentliches für Trump getan. Er hat ihn nach oben gebracht. Und dieser Roy Cohn hat eine interessante Vergangenheit. Er war nämlich unter McCarthy die rechte Hand und hat vor allem Russen, Kommunisten und die UdSSR bekämpft. Und deswegen wird der Mann, den er groß gemacht hat, jetzt von diesen Russen unterstützt? Verstehe ich nicht. Wir bleiben noch ein bisschen bei der angeblichen Wahlmanipulation durch russische Hacker, also durch Moskau und Putin himself, der ja dann schuld daran ist, dass Donald Trump ins Weiße Haus einzieht. Auch das ZDF hat dem ganzen Vorschub geleistet. Am 11.12.2016 konnte man dort Folgendes lesen. Der US-Geheimdienst CIA ist sich nach Medienberichten so gut wie sicher. Ja? Russland hat mit Hackerangriffen die US-Präsidentenwahl beeinflusst. Und da gibt es auch einen Gesprächspartner, der das bestätigt und sagt, Putin muss für diese Einmischung bezahlen. Und dieser jemand ist Lindsey Graham. Wer ist Lindsey Graham? Nun, Lindsey Graham ist jemand, der
damals, genau wie Trump, versucht hat, ins Weiße Haus zu kommen, als Senator Wahlkampf gemacht hat, aber leider kaum eine Stimme bekommen hat. Und er wurde auf offener Bühne regelmäßig von Donald Trump verhöhnt. Und deswegen ist er stinksauer. Das müsste man eigentlich beim ZDF untertiteln. Unterlegender Kandidat tut man aber nicht, sondern man tut so, als sei es ein ganz normaler Senator. Ist er eben nicht. Hier ist Lindsey Graham beim ZDF. Trump sollte mit Russland wirklich deutlich werden. Sonst wird Russland auch künftig die westlichen Allianzen stören. Ich denke, die Russen sind eine der destabilisierendsten Kräfte auf der Weltbühne. Sie haben unsere Wahlen gestört und ich will, dass Putin einen Preis dafür zahlt. Dass Senator Lindsey Graham ein schlechter Verlierer ist und er als Clown angesehen wird, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das meinten auch die Kollegen von Young Turks, die schon 2015 diesen Senator nochmal verhöhnt haben, um ihm zu sagen, ach, geh einfach aus dem Rampenlicht, du hast einfach nicht die Klasse, verstehst du? Du hast nicht die Klasse, um gegen einen Donald Trump anzutreten, das ist zwar ein Trampel, aber du bist ein Wicht. Hier sind die Young Turks. Is Lindsey Graham any better than Donald Trump? No, he's not. Okay, so Donald Trump might be more of a showman, he might be more of a jackass, to borrow Lindsey Graham's word. It is true, he is a jackass, right? But the fact is, Lindsey Graham, in the substantive part of those interviews, then went on to say that Donald Trump is trouble for the country because he doesn't realize how quickly we have to start more wars. Lindsey Graham says we have to attack right away in the Middle East. And Iran, this deal is terrible, he would get rid of the deal, so no more peace deal with Iran, no more stopping their nuclear ambitions? No, Lindsey Graham would immediately go to bombing. So Lindsey Graham, in a lot of ways, is more dangerous than Donald Trump. I don't know what in the world I'm going to get with Donald Trump. And it frightens me to even think about it. But I do know what I'm going to get with Lindsey Graham. And that is perpetual, endless war that's going to get thousands upon thousands of people killed. Gibt's das denn eigentlich, dass Geheimdienste im Ausland Wahlen manipulieren? Es gibt es, natürlich gibt es das. 1996 fällt mir ein Fall ein, der auch im Spiegel beschrieben wurde, Überschrift eine verdammte Lüge. Damals schickte man nämlich den Wahlkampfhelfer von Bill Clinton, Richard Dresner, nach Moskau, als klar wurde, dass ohne Hilfe der Kollege Jelzin es nicht ins Amt schaffen würde. Den brauchte man eigentlich, weil man hatte mit ihm quasi schon unter der Hand gedealt, dass er die russische Gas- und Ölindustrie veramerikanisieren würde. Ja, und deswegen sollte der die Wahl gewinnen. Also schickte man eben diesen Richard Dresner, der bekam eine Viertelmillion Dollar und sorgte dann dafür, dass kurz vor der Wahl 114 positive Berichte über Jelzin im Fernsehen zu sehen waren. Und parallel dazu gab es 158 kritische Berichte bezüglich seines Gegenspielers. Und der Erfolg war dann eben fantastisch. Der Boris Jelzin hat, ja, den Präsidentensitz erklommen. Und weil das so erfolgreich funktioniert hat, hat sich der Kollege Bill Clinton gesagt, ach, da unterstützen wir vielleicht auch die Grünen und die SPD. Die wollen ja in Deutschland Helmut Kohl ablösen. Also ließ man sich Schröder und Fischer nach Washington kommen und hat gesagt, hey, wenn wir euch dabei helfen, ja, die Wahl zu gewinnen, dann seid ihr uns was schuldig und wir planen möglicherweise in Jugoslawien militärisch zu intervenieren und da solltet ihr dann schon an unserer Seite sein. Helmut Kohl würde das niemals machen, aber ihr als Rot-Grün, ihr seid machtgeil, macht das doch bitte. Und so schickte man eben dann die Wahlkampfhelfer von Bill Clinton in die SPD-Zentrale und die haben dafür gesorgt, dass die Wahl gewonnen wurde. Das hat uns auch Jochen Scholz bestätigt, der war damals nämlich dabei und ist Oberstleutnant damals gewesen der Bundeswehr und hat das eben hautnah beobachtet. Er gestand das, ja, eine nahezu unbekannte Anekdote, er gestand das bei Position 7. Hier ist Jochen Scholz, Wahlkampfhilfe von außen. Wir hatten im Ministerium gewisse Strukturen, interne Strukturen, wo wir uns ausgetauscht haben. Die hatten auch mit Parteistrukturen der SPD im Ministerium zu tun. Also wir hatten auch gute Kontakte in die Bundestagsfraktion. Und auf diesem Wege haben wir das eben erfahren, dass über den Kosovo gesprochen wurde beim ersten Besuch. Also im Wahlkampf im Frühsommer 98 war Schröder, der Kanzlerkandidat, mit seinem künftigen Außenminister. Fischer. Und ich kann jetzt nicht mehr darüber sagen, ob Scharping dabei war oder Verheugen. Mhm. Günther Verheugen war damals für Außenpolitik auch zuständig in der SPD-Bundestagsfraktion, bevor er Kommissar wurde. Aber wir haben eben auf diesem Wege gehört, dass über das Thema Kosovo gesprochen wurde. Und zwar natürlich nicht in irgendeiner verbindlichen Form, sondern man hat das so ausgedrückt, also wenn es da mal zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, dann erwarten wir schon, dass die neue Bundesregierung unter Schröder sich dann auch mit militärisch engagiert. Ne? In Zeiten des Internets ist die Manipulation von Wählern einfacher geworden, weil
Jeder, der surft, Spuren hinterlässt, und zwar sein Verhalten, was er mag, was er nicht mag, was er liked, wo er, auf welcher Seite er sich befindet, welchen Film er sich anguckt, all das hilft, relativ schnell jemanden einzuschätzen. Ja, da sollte man sich nichts vormachen. Es gibt einen Wissenschaftszweig, der sich exakt damit, mit dieser Beobachtung im Netz beschäftigt. Es ist ein Nebenzweig der Psychologie, er nennt sich Psychometrik. Und jemand, der sehr, sehr stark in Psychometrik ist und dieses Forschungsfeld beackert, heißt Michael Kosinski. Und er behauptet, man könne anhand von 68 Likes jemanden sehr, sehr genau einschätzen und ihn dahingehend auch so nah an die, dass man ihm die Information zukommen lässt, dass er möglicherweise die Person wählt oder diese Person eben nicht wählt. Ich habe ein sehr interessantes Interview von Michael Kosinski gelesen in Das Magazin. Überschrift: Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, dass man also die einsetzen könnte, die Manipulationsbombe. Jemand, der diese Bombe nicht nur erkannt hat, sondern bereit war, sie einzusetzen, jedenfalls behauptet, dass sie gewirkt hätte, heißt Alexander Nix. Er ist der Chef von Cambridge Analytica. Er schreibt im Spiegel: Ich habe ganz allein Trump ins Amt gebracht. Die Frage, die im Raum steht, es ist natürlich bisher eine Vermutung oder eine reine Behauptung, dass 68 Likes wirklich ausreichen, um jemanden ganz genau so zu katalogisieren, dass man ihn manipulieren kann. Aber man muss diese Big Data, wie sie sich ja nennen, man muss sie wirklich ernst nehmen. Warum? Weil inzwischen gibt es zum Beispiel ja auch Toiletten, die den pH-Wert messen. Die Frage, was soll das, eine Toilette, die den pH-Wert misst? Wenn eine Frau schwanger ist, ändert sich ihr pH-Wert. Das heißt, man kann am pH-Wert schon erkennen, ob sie schwanger ist, noch bevor sie es selber weiß. Und wenn eine solche Toilette diese Erkenntnis ins Netz liefert, dann weiß das der Arbeitgeber und dann weiß das die Krankenversicherung. Und dann ist es heute dann schon möglich, dass der Arbeitgeber dieser Frau, die noch gar nicht weiß, dass sie schwanger ist, kündigt, nur damit sie nachher kein Recht hat auf Mutterschutz. Das ist Big Data. Glorreiche Zeiten. And we can look at this group of about 45,000 people and we can see that the mean personality is very low in neuroticism, quite low in openness, and slightly conscientious. We can segment further. We can look at what issue they care about. Gun rights I've selected. That narrows the field slightly more. And now we know that we need a message on gun rights. It needs to be a persuasion message, and it needs to be nuanced according to the certain personality that we're interested in. And we can see where these people are on the map. If we wanted to drill down further, we could resolve the data to an individual level, where we have somewhere close to 4,000 or 5,000 data points on every adult in the United States. Das ist die Skyline von New York. Auffällig hier ist das neue World Trade Center als ein sehr, sehr hohes Gebäude. Wenn man jetzt genau hinsieht und sagt, wo ist denn eigentlich hier das Trump Building, Trump Tower, das sieht man eigentlich gar nicht. Das geht in Manhattan geradezu unter. Trotzdem behauptet die Zeit, dass die Gebäude von Donald Trump, also auch der Trump Tower New York, dass es quasi ein Stinkgefänger ist, also ein Stahlbeton-Stinkgefänger an das Establishment. Ja, billig und vulgär. Was die Zeit nicht weiß, ist, dass wir wissen, dass Donald Trump selber ja gar nicht mehr baut. Ja, macht er ja schon gar nicht mehr. Sein Geschäftsmodell besteht ja darin, dass andere bauen und er hängt nur oben seinen Namen dran. Trump. Und dafür bekommt er Geld. Das heißt, die Gebäude, die dann eben der Stinkgefänger sind, die sind gar nicht von Trump. Liebe Zeit, und wir wissen das. Wisst ihr nicht, dass wir das wissen? Interessant ist auch, was die FAZ über Donald Trump schreibt, und zwar am 11.12. Überschrift: Donald Trump verrät den Kapitalismus. Man muss sich das vorstellen, Donald Trump ist Multimillionär und er verrät den Kapitalismus. Warum? Weil Donald Trump angekündigt hat, er würde Schulden machen, um ja Arbeitsbeschaffungsprogramme in Amerika zu finanzieren. Das ist also den Kapitalismus verraten. Was ist das für ein Kapitalismus? Was ist das für ein Bildungssystem, was solche Gazetten verkraftet, solche Journalisten produziert? Wie kommt es überhaupt dazu? Diese Antwort kann jetzt Gerald Hüther geben. Der erklärt nämlich ganz klar, was unsere Schulen eigentlich sollen, was da für Produkte eigentlich an uns verkauft werden, wozu wir eigentlich da sind. Wir sind Idioten, die diesen Schrott kaufen sollen in dieser Art von Kapitalismus. Hier ist Gerald Hüther. Und wenn Schule anders wäre, um es so auf den Punkt zu bringen, und da aus allen unseren Schulen tolle junge Leute rauskämen, die richtig gebildet wären und wüssten, was sie wollten, müssten wir unser Wirtschaftssystem zumachen, weil die brauchen den ganzen Schrott nicht. Das heißt, wir brauchen möglichst schlechte Schulen, damit wir genügend Kunden für den Müll haben, den wir hier innen andrehen wollen. Das geht bis in die Politik. Wir brauchen möglichst unmündige Wähler, damit die ihre ständigen Diskussionsveranstaltungen im Fernsehen machen können. Die Schule dient sozusagen dazu, das zu produzieren, schafft aber natürlich in sich einen Widerspruch, weil jetzt aus der Schule auch zu wenig, also es sind nicht mehr so viele Kinder wie früher. Früher hat man 10% Rahmen abgeschöpft und hat gesagt, die anderen können als Kunden sozusagen die Müllfahrer machen und die Fußballstadien füllen.
Und da reichen uns die 10% oben. Und jetzt kommen da oben nicht mehr genug an. Und deshalb sagen jetzt die Unternehmen, das geht so nicht. Wir brauchen Führungskräfte. Und die Handwerksmeister sagen, wir brauchen Leute, die eine Lehre machen wollen. Und auf einmal funktioniert das System nicht mehr. Ich möchte euch an dieser Stelle dieses Buch empfehlen. Eine Demokratie haben wir schon lange nicht mehr, geschrieben von Wolfgang Koschnick. Ich lese mal aus dem Klappentext vor. Konstruktionsfehler? Welcher denn? Längst ist das politische System der entwickelten repräsentativen Demokratie in aller Welt völlig aus dem Ruder gelaufen. Es befindet sich in einer dauerhaften Schieflage, aus der es kein Entrinnen gibt. Die Kluft zwischen Reich und Arm reißt in allen Demokratien nahezu täglich weiter auf und die demokratische Politik steht tatenlos dabei zu und unternimmt nichts dagegen. Ja, was ist denn eigentlich repräsentative Demokratie, Parteiendemokratie? Das ist Demokratie, die in Hinterzimmern entschieden wird und zwar von sogenannten Lobbyisten, die dann wieder aus Thinktanks gespeist und in die entsprechenden Ämter gehievt werden. Ein solcher Thinktank ist die Trilaterale Kommission, gegründet 1973 von David Rockefeller und die war damals schon sehr aktiv, ja, in der Regierung Carter. Es gab 77 Mitglieder bei der Trilateralen Kommission und 18 davon waren in der Carter-Regierung. Das hat damals auch schon beschrieben ein gewisser Anthony Sutton, ein britischer Schriftsteller und Historiker, der leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Wir schalten trotzdem in ein sehr schönes altes Interview, was ich euch empfehlen kann, auch gleich ein Buchtipp von Sutton, der das eben beschreibt. Repräsentative lobbyistische Demokratie. Ein Fake. Hier ist Sutton. Ich fand heraus, dass die Handlungen der Trilateralen Kommission sehr selbstinteressiert waren und verflochten mit dem Internationalen Bankenkomitee in New York. Soweit es den Einfluss der Trilateralen Kommission auf die amerikanische Regierung betrifft, wurde gesagt, dass da eine sehr exzessive Repräsentation der Trilateralen Kommission in Jimmy Carters Kabinett und Verwaltung wäre. Exzessiv ist sogar noch stark untertrieben. Es gibt 200 Millionen Bürger in den USA und nur 77 trilaterale Mitglieder in Amerikaner. Und von diesen 77 zähle ich 18 Trilaterale, sind also ein Drittel, die in der Carter-Regierung sind. Herr Carter ist ein Trilaterale, Herr Mondale, Herr Braun, Herr Vance, Herr Blumenthal, Herr Braun vom Verteidigungsministerium. Mit anderen Worten, die Schlüsselpositionen im Kabinett und Unterkabinett und Verteidigungsministerium sind alle durch Trilaterale besetzt. Hier haben Sie 77 Amerikaner ausgewählt von einem Mann, David Rockefeller, der Vorsitzende der Chase Manhattan Bank ist und wir finden Sie auftauchen in den Schlüsselpositionen in Washington unter der Carter-Regierung. Anthony Sutton hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem dieses hier, Wall Street und der Aufstieg Hitlers, auf Deutsch auch erschienen. Die anderen Bücher sind auf Englisch. Hier kann er exemplarisch nachweisen, wie vor allem amerikanische Industrielle alles dafür getan haben, um Adolf Hitler mächtig zu machen und ihn dann in einen Krieg gegen die Sowjetunion hochzurüsten, denn die Sowjetunion war der eigentliche Feind und Adolf Hitler war ein nützlicher Idiot. Das amerikanische Industrielle überhaupt keine Berührungsängste haben und hatten mit Diktatoren, können wir auch an dieser Werbung sehen von Coca-Cola. 1936 Olympische Spiele in Berlin und Coca-Cola wirbt ganz offiziell ein Volk, ein Reich, ein Getränk. Coke ist es. Oder aber eben auch von Coca-Cola extra hergestellte Hakenkreuze als Glücksbringer. So viel zum Thema Amerika, repräsentative Demokratie, Thinktanks und Diktatoren. Man arbeitet zusammen, wenn es der Sache nützt und die Sache ist vor allem der Dollar. Und damit sind wir beim Kern, wie Macht ausgeübt wird, nicht über Geld, sondern über Schulden. Ja? Wer die Schulden kontrolliert, der kontrolliert ein Land. Im Moment auch wieder in Griechenland, ist ja im Moment überhaupt nicht mehr bei uns im Fokus. Ein Artikel, den ich im Spiegel gefunden habe, und vergib uns unsere Schuld, in Griechenland ist die Krise zurück. Die Zukunft von Premierminister Tsipras hängt davon ab, ob er den Euro-Staaten Schuldenerleichterung abtrotzen kann oder eben auch nicht. Das Land wird komplett ausgeweitet durch Schulden und die ganze Sparpolitik, auch durch Schäuble, eine Marionette der Wall Street, hat dazu geführt, dass es dem Land noch schlechter geht. In Deutschland ist es so ähnlich. Artikel aus der FAZ vom 15.10., da machen es die Lobbyisten auch so. Überschrift: Der Staat holt immer mehr Berater. Aha, was sind das für Leute? Viele Behörden lassen sich von McKinsey und Co. beraten. Jetzt steht im Verteidigungsministerium die Vergabe eines 200-Millionen-Auftrags an, also für Beratung. Rüstungssekretärin Katrin Suder arbeitete früher selber bei McKinsey. Wir sehen also diesen Drehtüreffekt und deswegen fragt auch die FAZ, ein Vorteil? Ja, sicherlich, für McKinsey. Auf diesem Bild sehen wir zwei Männer und den einen davon kennen wir in jedem Fall. Rex Tillerson, ja, der Chef von ExxonMobil, also dem größten Energiekonzern der Welt. Und der andere ist Putin.
Dieser Tillerson, der wie gesagt im Moment Exxon führt, der hatte noch nie ein politisches Amt inne. Das könne sich jetzt aber relativ schnell ändern, denn Donald Trump plant, ihn zum Außenminister zu machen. Da haben sich ja schon viele drüber echauffiert. Ich finde die Idee im Grunde dann doch originell. Warum? Weil die Kriege, über die wir am Anfang der Sendung geredet haben, sind ja Energiekriege. Und es wäre doch vielleicht mal eine Idee zu sagen dazu, am Ende können wir das Ganze vielleicht ohne Krieg machen. Also die Russen haben Erdgas und Erdöl in großer Menge und ExxonMobil hat Technologie und den amerikanischen Markt. Vielleicht kann man einfach direkt Geschäfte machen ohne Krieg. Von daher schauen wir mal, was sich da ergibt. Ja, also wenn man sich überlegt, dass dieser Tillerson und der Putin eh schon gut miteinander können, wenn die dann als Außenminister aufeinandertreffen, dann bedeutet das unter Umständen, dass die gar keinen Krieg gegeneinander führen müssen, weil sie gleich so ins Geschäft kommen. Ist doch gar keine so schlechte Idee. Es sei denn, man ist die Rüstungsindustrie. Zum Ende der 29. Ausgabe von Me, Myself and Media, eine sehr lange Folge. Zum Ende möchten wir, dass sich der Kreis schließt. Was haben die Kriege, von denen wir gerade gesprochen haben, und Berlin, was haben sie miteinander gemeinsam? Na, die Ressourcen, um die es geht. Wir führen ja Ressourcenkriege. Und wenn es uns gelingen sollte, auf diese Ressourcenkriege zu verzichten, weil wir zum Beispiel im Wohnbereich Erdgas und Erdöl nicht mehr benutzen, weil wir Häuser konstruieren, die ohne Heizung auskommen, dann nehmen wir einen Riesenschritt weiter. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Das ist gelebte Friedensbewegung. Und es geht. Wir haben Erwin Thoma gesprochen und interviewt und er hat uns erklärt, dass er bereits heute Häuser baut aus Holz, aus nachwachsenden Rohstoffen, ja, abfallfrei, die auch in der Alpenregion ohne Heizung auskommen, ohne Erdöl, ohne Erdgas. Das ist der Weg. Hier ist Erwin Thoma. Würden in Deutschland alle Wirtschaftsbereiche nur halb so ökologisch arbeiten wie die Forstwirtschaft? Ja. Das kann ich sagen, weil ich bin kein deutscher Forstwirt, ich bin nicht Teil dieser Industrie, ich sage das als Außenstehender, dann hätten wir überhaupt keine Diskussion mehr über Umweltprobleme. Ja. Die deutsche Forstwirtschaft ist weltweit vorbildlich und führend in Ökologie, in Pflanzung von Mischwäldern. Also die haben sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Da ist nichts mehr so wie in den 70er oder 80er Jahren. Soweit Erwin Thoma, ein Pionier aus Österreich. An dieser Stelle sei schon mal verraten, wir werden mit Thoma in der Zukunft intensiv zusammenarbeiten, um die Vision ressourcenfrei wohnen umsetzen zu können. Die Gewaltspirale durchbrechen. Das wird uns gelingen mit eurer Hilfe. Lasst euch überraschen. An dieser Stelle ein paar Buchtipps. Hier Stanislav Petrov, der Mann, der den Atomkrieg verhinderte. Kurze Geschichte. Damals, ja, hoher Militär, bekam den Anruf, er möge bitte auf den roten Knopf drücken, weil auf den Radarschirmen erschien ein Angriff der Amerikaner mit Raketen. Es waren aber, glaube ich, nur 5. Und er sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner uns nur 5 Raketen angreifen. Wenn sie uns tatsächlich angreifen wollten, würden sie es mit allen Raketen, die sie haben. Er drückte nicht auf den Knopf, stellte sich später raus, ein Computerfehler. Ohne ihn und seine Verweigerung des Befehls würden wir hier nicht mehr stehen. Tolles Buch. Katastrophe und Hoffnung von Quigley, Standardwerk. Wer es nicht kennt, es gibt es auch auf Deutsch, ist harter Tobak, aber es ist ein Buch, was wirklich, ja, verstehen lässt, wie Geschichte produziert, wie sie gemacht wird und in welcher Spirale wir uns befinden. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann erkennt man auch, dass es Auswege gibt aus diesem Irrsinn, indem man einfach mutig ist, indem man wagt, aus diesem Irrsinn herauszutreten. Quigley, Katastrophe und Hoffnung. Wolfgang Bittner war bei uns ja auch schon zum Interview. Dieses Buch ist schon etwas älter, wir können es trotzdem empfehlen, nämlich die Eroberung Europas durch die USA. Hier wird vor allem der Ukraine-Konflikt, ja, beleuchtet und vor allem die Mechanik, wie uns dieser Konflikt verkauft wird. Wall Street und der Aufstieg Hitlers, ein bahnbrechendes Werk von Sutton. Er hat, wie gesagt, sehr viele Bücher geschrieben. Dieses Buch kann man auch auf Deutsch lesen. Die Materie ist schon schwer genug. Ich kann nur sagen, kauft euch dieses Buch, lest es. Es ist der absolute Wahnsinn. Eine Demokratie haben wir schon lange nicht mehr. Wolfgang Koschnick, mir auch schon vorgestellt. Wir bemühen uns gerade, diesen Mann vor die Kamera zu bekommen. Man kann sich ja schon mal vorbereiten, indem man das Buch liest. Delius, bekannt aus der ein oder anderen Demo, der mich für einen Provokateur hält, aber selbst provokative Schriften verfasst hat und immer wieder verfasst. Herr Delius, trauen Sie sich doch einfach mal bei KenFM vor die Kamera. KenFM im Gespräch mit Delius, das wäre doch ein Highlight. Das Lexikon der Verschwörungstheorien, sehr lustig, kann ich empfehlen. Und zum Schluss nochmal Hermann Plopper, im Moment im Interview online bei KenFM, Hitlers amerikanische Lehrer. Ein Werk, das ich dringend empfehle. Es öffnet wirklich die Augen, wie, ja, perfide
die Macht vorgeht, die hat überhaupt keine Berührungsängste mit Diktatoren, mit Massenmord. Hauptsache, sie bleibt an der Macht um jeden Preis. Das war eine weitere Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 29, eine sehr, sehr lange Folge. Ich hoffe, der Kreis schließt sich für euch vom Terroranschlag über Ressourcenkriege bis zu regenerativer Energie. Diesen Weg müssen wir gehen. Wir müssen die Gewaltspirale durchbrechen, indem wir sagen, okay, was können wir praktisch tun? Es geht uns darum, konkret praktisch etwas zu tun. Ich glaube, wir haben hier einen Weg gezeigt. Wenn ihr anderen diesen Weg auch zeigen wollt, dann tut uns und euch selbst einen Gefallen. Verlinkt diesen Beitrag, postet ihn in den sozialen Netzwerken und tretet mit uns in die Kommunikation. Darum geht es, um Kommunikation, um Kooperation, und das ist keine Einbahnstraße. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2017. Vielen Dank.